Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Hier zeige ich euch in den Arbeitsschritten, wie wir aus dem ersten Produktionsschritt der Rohware Bienenwachs hier, wo noch dreckig ist, später zu einem richtig sauberen, klaren, gelben, gut duftenden Bienenwachs kommen. Und das, was ihr hier seht, ist das erste Produkt nach dem Wachsschmelzen. Ihr habt es bestimmt bei mir in anderen Videos schon gesehen. Man hat die Waben von den Bienen und man hat Wachsreste und das, was halt bei der Arbeit so anfällt. Und das Bienenwachs wird in einem Wachsschmelzer bei mir im ersten Schritt ausgeschmolzen. Und das, was ich dann bekomme, sind hier diese Bienenwachsblöcke. Ich zoome mal ran. Ich finde, für einen Dampfwachsschmelzer ist das hier schon wirklich gut sauber. Aber von der Qualität, da geht halt noch einiges. Ihr seht, das ist noch stark verunreinigt. Und wir machen das jetzt richtig schön sauber. Dazu habe ich hier meinen doppelwandigen Wachsklärbehälter. Der wird jetzt komplett aufgefüllt mit Bienenwachs. Wenn das so ein bisschen übersteht, dann habe ich nachher meinen Wachspegel hier ungefähr auf der Ebene. Also überschwappen wird es nicht, aber man sollte trotzdem überprüfen und nochmal schauen. 24 Stunden war jetzt hier das flüssige Bienenwachs in dem doppelwandigen Wachsklärbehälter bei ca. 80 Grad. Und jetzt ist es Zeit, den oberen Teil abzulassen. Da sind nämlich schon ziemlich viele Schwebeteile vom Bienenwachs, also die Schmutzpartikel, über die Zeit nach unten gegangen und befinden sich jetzt unter diesem oberen Hahn. Ich habe hier noch den zweiten, den Schmutzhahn. So, und zum Ablassen brauchen wir selbstverständlich einen Heißluftföhn. Mit dem Heißluftföhn können wir nämlich hier das Bienenwachs, wo eventuell eben sich verstopft hat, also hart geworden ist, das können wir mit dem Heißluftföhn verflüssigen. Habe ich jetzt schon vorher gemacht, dass es fürs Video nicht so lang dauert. Den braucht ihr auf jeden Fall für Wachsarbeiten, des Weiteren auch ein Messer und ein Stockmeißel. Jetzt kommt ein Brita-Filter. Wichtig, dass ihr da kein Kalkwasser reinkippt, denn das Wasser ist ganz wichtig und es muss eben entkalkt und auch kochend sein. Das brauchen wir, damit sich noch weiterer Schmutz ablöst vom Wachs, sprich sich unten anreichert. Und vor allen Dingen ist es auch wichtig, damit wir das Wachs später rausbekommen. So, hier muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Also lieber, es ist langsam am Tröpfeln, wie dass es später rausschießt und alles versaut. Jetzt in der Sekunde kann man allerdings noch sehen, dass da immer noch etwas Bienenwachs hier verstopft ist. Sonst würde es nämlich ruhiger rausfließen. Das machen wir jetzt vielleicht noch fürs Video. Nein, es hat sich in der Sekunde stabilisiert. Das kann dann halt auch passieren, ne? Wenn das Wachs dann kommt, das heiße, flüssige Wachs, dann, dass eben hier noch das verstopfte Bienenwachs dann auch flüssig wird. So, das lassen wir jetzt hier langsam rauströpfeln, bis es randvoll ist. Das Abdecken von unserem heißen, rausgelassenen Bienenwachs nicht vergessen. Das ist ganz wichtig, damit es langsam abkühlt, wie gesagt, und sich über die Zeit die Schmutzpartikel alle nach unten zum Wasser hinbegeben. Und hier kommt schon der nächste. Nach noch weiteren 24 Stunden ist dann auch hier unser flüssiges Bienenwachs abgekühlt. Hat jetzt einen ganz, ganz leichten Riss gegeben, ist aber nicht durchrängig. Das ist wunderbar so und seht ihr, durch das Wasser ist das ja auch zusammengezogenes Bienenwachs und ich kann den Klotz ohne Probleme rauskippen. Also ich nehme da meine Fingerspitzen über den Topf drüber. Ich kippe das vom Bauch ab, habe jetzt meine Finger unterm Bienenwachs und dann kann ich mit meinen Fingern hier das auffangen. Dann gibt es da keine Beule. So, und dann greife ich es halt mit ein paar Fingern nach. Habe mit meinem kleinen Finger den Topf. Na, ich mache das hier fürs Video so. Dann lasse ich eben den Topf fallen und habe dann hier mein Bienenwachs. Schaut mal.
Das hier ist das Ergebnis von einem einzigen Durchgang mit diesem Maschinchen hier. Und deswegen schreiben wir da jetzt auch eine 1 drauf, damit wir später nicht durcheinander kommen. Der erste Klärvorgang. Und hier sind jetzt die Unterschiede. Das war direkt vom Dampfwerkschmelzer raus. Man sieht ja, es ist sehr stark noch verunreinigt. Und hier der erste Guss. Jetzt haben wir aber hier so ein Teil, wo wir halt sehen können, dass das eben immer noch dreckig ist, das Wachs, weil hier morgen sehen wir das besser, wenn das nämlich komplett abgekühlt ist. Hier hat sich ja, wo die Wasserschicht war, das Ganze abgesetzt und das schaben wir jetzt dann mit dem Stockmeißel morgen runter, wenn das auch schön abgetrocknet ist. Und hier sieht man schon ein bisschen mehr Qualität. Ich möchte nämlich tatsächlich, dass das Bienenwachs auf der Oberseite genauso gelb ist wie auf der Unterseite. Wir gucken uns mal hier die Oberseite nochmal an. Schaut mal, die ist ja echt schon wunderbar gelb. Aber wenn hier auf der Unterseite noch Dreck ist, dann haben wir den auch noch auf der Oberseite. Zwar wesentlich leichter, aber es ist noch nicht hundertprozentig sauber. Wir brauchen bis zu 3 dieser Vorgänge, um das wirklich, so, das ist zumindest meine Ansicht, um das wirklich richtig, richtig hochqualitativ rein werden zu lassen. Wir haben bereits einen Teil vom ersten Guss hier getrocknet auf der Unterseite und damit ist es fertig zum Kratzen und währenddessen fließt natürlich hier schon das nächste Bienenwachs. Zum Kratzen der Ober- und Unterseite nehme ich den Heißluftföhn und mein Stockmeißel. Beim Erwärmen der Unterseite, die jetzt hier oben ist, sieht man auch nochmal, dass das Bienenwachs gar nicht so sauber ist, wie es den Anschein macht. Schaut mal diese Verfärbungen hier. Das ist ja noch Schmutz, Kleinpartikel und so weiter, wollen wir alles nicht im Bienenwachs drin haben. Das heißt, bei diesem einen Klärvorgang wird es nicht bleiben. Wir müssen diesen Block wieder einschmelzen. Ich mache das immer auf zweimal. Erstmal oberflächlich grob schaben und dann nochmal mit dem Heißluftföhn drüber. Ihr müsst darauf achten, dass das Bienenwachs durch den Föhn nicht so flüssig wird, dass es den Rand runterläuft. Sonst könnte nämlich Schmutz auf die mittlere Fläche kommen und die wird im Regelfall nicht gekratzt. Es sei denn, ich sehe dort wirklich starke Verunreinigungen. So, für die Unterseite und vor allen Dingen auch für den ersten Klärvorgang reicht das. Jetzt kommt die Oberseite. Die sieht immer besser aus wie die Unterseite, weil die Schwebeteilchen ja von oben nach unten sinken.
dieser Block ist fertig und wird jetzt ein weiteres Mal eingeschmolzen. Die Verschmutzung kann so weit gehen, dass beim unteren Ablass das dann auch mal so aussehen kann. Und hier machen wir genau dasselbe. Stellen den Heißluftföhn aber erstmal auf niedrige Stufe. Sonst pustet es unter Umständen den Dreck sonst wohin. Das ist eine sehr, sehr grobe Verunreinigung hier. Aber ihr seht, es ist gar kein Thema, das vom Bienenwachs zu entfernen. Wenn Verunreinigungen auf der Silikonmatte sich befinden, nehmt ihr ein Stückchen warmes Bienenwachs und dann wird das einfach nur hier drüber gerollt. Und der Schmutz bleibt drin haften. Und dann geht alles Verschmutzte und Abgekratzte hier in unseren ersten Schmelzvorgang wieder zurück. Nachdem wir das erste Mal unser Bienenwachs abgelassen haben und die Klötze dann so aussehen, im getrockneten Zustand, erstes Mal, so sehen sie dann aus beim zweiten Klärvorgang, schon wesentlich sauberer, ist jetzt auch noch nicht gekratzt. Hier auch Nummer 2, auch noch nicht gekratzt, wobei da kam jetzt wieder ein Brocken Dreck. So, und hier ist jetzt wieder der erste Wachsblock drin, der jetzt in den zweiten Klärvorgang geht und dafür soll natürlich das Edelstahlgefäß wieder schön sauber werden. Ich nehme dazu einen Heißluftföhn und das Papiertuch. Nun ist der Edelstahltopf wieder sauber für den zweiten Klärvorgang. Und dazu brauchen wir wieder Wasser. Und der Prozess beginnt von vorne. Und das Ganze machen wir noch einmal, weil erfahrungsgemäß nach dem dritten Klärvorgang ist dann hier unser Bienenwachs so richtig, richtig schön sauber. Beim Ablassen von dem heißen und leckeren Bienenwachs ist übrigens immer wichtig, dass wenn hier der Füllpegel sinkt, dass wir den Dreck am Rand gleich mit einem Lappen nachwischen, weil sonst brennt sich das eventuell rein. Wollen wir nicht. Ich bin jetzt hier immer noch beim zweiten Ausguss, wollte das aber hier nochmal zeigen. In den Hobok kommt unser kochendes Wasser rein. Und jetzt lassen wir den unteren Wachsbereich ab. Den Heißluftföhn können wir ausstellen. Hier habe ich wieder heiß gemacht, damit es überhaupt fließt. So, und ich zeige euch das mal. Der untere Ablass, der ist halt schon wesentlich schmutziger wie das, was hier zum oberen Hahn kommt. Das wird jetzt komplett abgelassen. Und dann müssen wir das mit Papiertüchern auswischen, weil unten bleibt nämlich die Schlacke übrig. Für den dritten Schmelzvorgang muss unser Wachsklärautomat auch dementsprechend komplett sauber werden. Deswegen haben wir gerade eben das Wachs auch abgelassen. Dann habe ich hier so einen Stopfer schon mal reingemacht, dass es mir nicht entgegenkommt. Und jetzt werde ich hier mit dem Papiertuch den ganzen Dreck nochmal richtig gut rausholen. Und da muss man auch etwas spendabler sein. Ich muss darauf hinweisen, dass man sich da die Finger verbrennen kann. Also besser, man trägt einen Handschuh. Klar, mit viel Übung. Und wenn man es alleine macht, dann geht das auch ohne. Das ist auf jeden Fall schon mal der Dreck vom zweiten Schmelzvorgang. Also von wegen des Bienenwachs war da schon sauber. Da kann man noch ordentlich nachlegen. Thank you.
So, und dann ziehe ich hier nur noch das Tuch durch. Somit ist auch die Verbindung wieder sauber. Und jetzt müssen wir unsere Wachsklötze vom zweiten Schmelzvorgang wieder reinbringen, um sie dann letzten Endes endgültig das dritte Mal abzulassen. Und da sollte unser Bienenwachs schön klar und sauber werden. Um den Wachsklotz nicht aus Versehen fallen zu lassen, habe ich hier die Technik. Ich nehme meine zwei Hände und den Daumen und drücke dann dagegen. Und so kann ich das bis nach unten langsam reingeben, ohne dass es runterfällt. Drei Klötze bekommen wir hier jetzt rein. Also, wenn wir einen Überstand hier haben, dann sollte man auf jeden Fall nochmal nachprüfen. Nicht, dass es nachher überläuft. Bienenwachs dehnt sich nämlich bei Hitze und im flüssigen Zustand aus und es schrumpft erst bei Kälte wieder zusammen. Und es gibt bei dieser Maschine noch diesen schönen Trick, dass wir tatsächlich hier jetzt auf kurzzeitig die 100 Grad hochgehen können. Damit schmilzt das Bienenwachs wesentlich schneller. Und sobald es hier die Hälfte runtergeht, schalte ich hier wieder auf meine 80 zurück. So, nun sind wir beim letzten Prozess angekommen. Das ist jetzt der dritte Klärvorgang. Hier kommen jetzt gleich nochmal die Klötze von dem Klärvorgang 2 rein. Die werden ja zum Dreier und dann rausgelassen. Und hier ist nochmal das Ergebnis. Und diese ganzen Schnipsel, wo hier übrig bleiben, das Gekratzte, wo man nochmal schön sieht, ja, es lohnt sich, das so zu klären. Das hier geht alles wieder in den ersten Schmelzvorgang rein. Also sprich, kann man, wenn man so möchte, in den Dampffachschmelzer zurückgeben. Hier nochmal für euch ein kurzer Überblick über die Arbeitsschritte. Wir haben hier einen Wachsbarren aus dem dritten Klärvorgang. Der ist schon an der Seite wirklich gut, lecker, sauber. Da sind keine Partikel mehr zu sehen. Man hat natürlich hier diese Bruchkanten hin und wieder, aber ist ja kein Schmutz. Und an der Oberseite, beziehungsweise eigentlich ja die Unterseite beim Gießen, ne, also da, wo sich das Wasser gesammelt hat, hier sieht man immer noch Schmutzpartikel und das dürften jetzt auch die letzten sein. Das wird jetzt noch einmal abgeschabt und wenn ich dann das Bienenwachs einschmelze, werden entweder direkt Mittelwände für einen eigenen Betrieb hergestellt oder aber auch, ich mache für euch die Wachsbarren in klein und groß. Und zum Unterschied, wir haben hier den zweiten Klärprozess, ist jetzt schon geschabt. Hier ist nochmal der zweite Klärvorgang. Da haben wir hier nicht geschabt. Man sieht es auch deutlich, es ist wesentlich nochmal dunkler und diese Partikel sind hier immer noch sichtbar. Und hier schön gekratzt. So kann das Ding wieder in den Wachsschmelzer gehen, wird dann zum dritten Mal gereinigt. Und hier Nummer 2 noch gar nicht gekratzt. Mache ich gleich. Zu diesem kleinen Klotz, das ist jetzt auch hier der zweite Klärvorgang. Mit dem Unterschied, dass das nicht vom oberen Hahn kommt, sondern dieses Bienenwachs ist vom unteren Ablass, nämlich von hier. Und da das ja selbstverständlich, dass immer der Boden ist, wesentlicher mehr Partikel beinhaltet wie der obere Teil, mache ich da immer einen Trick und schmeiße sozusagen den letzten Wachsklotz, die Nummer 2 oder auch die Nummer 1, je nachdem wie man es nimmt, nehme ich dann nochmal am Ende und fülle es dann auf, wenn ich so einmal bis unten abgefüllt habe. Ja, also das wird bis unten komplett abgefüllt, ist dann immer ein Arbeitsschritt und dann verbleibt ein bisschen was im unteren Hahn. Und da würde ich zum Beispiel dann immer ganz am Ende das da nochmal mit dazulegen, weil man sieht ja den Unterschied, ne? Das ist jetzt der obere Hahn, hier war es, der obere Hahnablass und der untere Hahnablass. Ist eigentlich ja nicht die Nummer 2, wenn man es so nimmt. Deswegen. Jetzt wird es halt hier noch abgeschabt, die Nummer 3, und dann geht es direkt in den Wachsguss rein. Und zu den Mittelwänden gibt es natürlich auch nochmal ein Video und auch, wie wir jetzt diese Wachsbarren gießen. Ich habe hier schon gekratzt und hier gekratzt und die hier machen wir jetzt nochmal gemeinsam, dass die auf Band festgehalten sind.
hier die Oberfläche für den dritten Klärvorgang, also ist wirklich jetzt die Oberseite, einmal gekratzt, sieht fantastisch aus. Und hier ist die Unterseite, wo sich ja immer der Schmutz ansammelt, also so wie hier ungekratzt, so sieht es dann gekratzt aus. Übrigens kann man den Dreck auch erkennen, wenn man das ganz kurz erwärmt, dann werden nämlich die dunkleren Partikel sofort erkennbar. So, und jetzt kratzen wir natürlich die hier noch ab und dann füllen wir noch die nächsten Wachsblöcke voll.